vermute, es wäre sinnvoll, einen Gang einzulegen. Bisschen Zeit zur eigenen Fehlerbehebung ist er trotzdem draufgegangen. Das heißt, die Fehlermeldung hat ihren Sinn erreicht. Den Josch ein bisschen auszubremsen und wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu holen. Weil im Prinzip, ich weiß nicht, also ich finde ja immer, dass alles bis plus 1 keine Verspätung ist. Also absolut keine Verspätung, nicht mal ansatzweise in die Richtung Verspätung. Das ist komplett pünktlich. Und alles, was bis 3 Minuten ist, ist sowieso noch voll im Rahmen. Weil es halt einige Dokumentationen gibt, in denen sich die Macher beschweren, dass die Bahn alles, glaube ich, unter 5 Minuten oder so nicht als Verspätung ansieht oder das unter 3 Minuten. Ich würde es auch nicht als Verspätung ansehen. Und implizit würde ich nie Sachen als Verspätung ansehen, die im Bereich von unter einer Minute liegen, weil dann auf dem Fahrplan stehen hast du ja, keine Ahnung, 11.28 Uhr. Ne? Und wenn der Bus dann irgendwann um 11.28 Uhr kommt, ist es ja nicht zu spät. Weil die Sekunden zählen da ja absolut nicht. Da fände ich es zum Beispiel eher so, dass ich empfinden würde, dass der Bus zu früh ist, wenn er eine Minute früh, also wenn er um 27 statt um 28 schon da ist. Oder zumindest mal angefahren kommt. Das heißt, es ist irgendwie minus 05 oder so. Gefühlt als größere Verfrühung interpretiert werden, als irgendwie jetzt ein plus 1,5 Minuten oder so. Ist aber auch nur so ein Gefühl. Weil es immer ein bisschen auf den ankommt, ob man jetzt die Abfahrt oder die Ankunftszeit nimmt. Weil, ja, keine Ahnung. Meine Ankunftszeit ist ja das, wenn du siehst, ah, guck mal, da vorne kommt der Bus. Und ah, guck mal, es ist ja 14.28 Uhr. Oh cool, der Bus ist pünktlich. So, ups. Vielleicht beide Hände ans Lenkrad. Das ist so ein bisschen das, wo ich irgendwie selber so ein bisschen meine Erfahrungen stecke. Also weiß ich, so habe ich das empfunden. Könnt ihr selber bei euch mal nachschauen, wie ihr das so empfindet, wenn der Bus früher zu sprechen oder ob ihr da vollkommen neutral und objektiv seid und das genauso seht wie der Fahrplan beim Busfahrer. Aber ich traue mich jetzt trotzdem nochmal versuchen, einen Schluck zu trinken. Eine Hand weg, weil ich es echt eng. Aber geht ja halbwegs. Abzerdinken ist immer nicht schlecht. So, 3 Minuten. Ach, 3 Minuten links. Ja, genau. 3 Minuten links abbiegen, Josch. Und, blinkt auch schon eine halbe Ewigkeit. Ich fahre mal schneller. Versuche. Wegen meinem Nachläufer. Okay. Das passt schon. Gut, mit dem Bus musst du wahrscheinlich wirklich vielleicht schon in 3 Minuten, also so hinstellen, dass du in 3 Minuten abbiegen kannst. Aber, naja, ich weiß nicht. Und in 10 Minuten kommst du sogar zum Hauptbahnhof, vom Flughafen aus. Ist da Fahrt? Oh, da ist sogar Fahrt. Mega. Genau, jetzt sind wir da, was ich als Innenstadt bezeichnen würde. So persönlich. Bisschen, ne? Hier noch nicht ganz, aber da, wo wir halt mehrere Linien haben. Lincolnplatz. Und wieder eine Minute rausgefahren. Yay. Jodele, einmal auf damit. Und einmal einsteigen. Ich wünsche euch einen guten Tag. Achso, ihr wünscht euch Fahrscheine. Das trifft sich gut. Bald ist Weihnachten. Ihr werdet schon an Weihnachten denken. Nee, noch nicht. So, 30. Oh. Ach stimmt, das sind die 5er. Oh. Ich denke immer dran, dass wir das D-Mark-Euro-OMSI-Problem. Guten Tag. Jetzt haben wir noch ein bisschen, wenn ihr mal umsteigen möchte. Aber so fahrgasttechnisch, wollte ich sagen, hat sich das ein bisschen erholt. Aber ist trotzdem noch ein bisschen mager. Wie mager Quark. Der ist auch im Geschmack etwas mager. Ist aber tatsächlich so. Ich bin nicht so der Magerquark-Freund. Wegen Fett ist Geschmacksträger und so. Hörst du immer so voll fett? Ja, genau. Hm, so wie ich aussehe. Nee, aber ich weiß nicht, Magerquark ist. Wie kann ich überhaupt auf Magerquark? Ist ja auch im Prinzip, ist ja auch Wurst, ne? Haha, Wurst. Jetzt könnte ich entweder die eine, ich könnte die Überleitung gleich aufnehmen. Und zum Thema Überleitung. Ach komm, das mache ich jetzt mal. Das ist ja Wurst. Überleitung Wurst. Zu folgendem Thema. Und zwar, hab ja vor einer Weile mal kurz dieses, also ganz tief dieses Pferdelasagne-Thema ausgegraben. Und da kam die Diskussion auf. Nächste Haltestelle, Rosensteinstraße. Nur weil ich eben gemeint habe, ja, Pferdesalami und so ist. Hat man immer Delikatesse, bla bla, alles super, alles gut. Von dem her, ja, bla, ist ja egal. Auf jeden Fall, das war das Thema. Und dann hieß es aber, dass man doch keine Pferde essen kann, weil die doch süß und knuffig sind und ich Pferde mag und so. Wie das denn dazu kommt, dass wir können doch keine Pferde essen. So, also das war so ziemlich die Essenz.
Und es hat dann bei mir im Kopf so ein bisschen was angestoßen. Und zwar habe ich mir dann echt überlegt, es gibt ja Nutztiere und Haustiere. Hallo. Die Engländer haben da sogar noch ein bisschen coolere Worte dafür, aber das ist ja egal. Bei uns ist es auf jeden Fall Haustiere und Nutztiere. So. Und diese Einteilung ist ja erstmal so, wie sie ist. Ne? Also eine Katze, ein Hund ist ein Haustier und ein Schwein ist zum Beispiel Nutztier neben der Kuh und dem Rind, was ja beides so ziemlich eher ähnlich ist. Geschlechterspezifisch. Aber ne, auf jeden Fall existiert ja diese Einteilung in Nutztier und Haustier. Da habe ich mich allerdings jetzt dahausgehend gefragt, okay, die Einteilung ist so. Ich finde Pferde ja auch knuffig. Und Katzen und Hunde. Und so, ne, das sind ja alles Haustiere, die findet man ja alle knuffig. Weil es sind ja Haustiere, die sind ja süß. Und ja, ne, da ist jetzt halt die Diskussion in meinem Kopf selber ausgebrochen. Woher kommt diese, in meinen Augen, recht willkürliche Einteilung zwischen Nutztier und Haustier? Nächste Haltestelle, Oberscheiderplatz. Ich meine, das Ganze ist sehr wahrscheinlich einfach historisch gewachsen. Also einfach aus ewigkeitigen Zeiten, Mittelalter, Steinzeit raus, kam da irgendwann mal einer auf die Idee, gut, das ist jetzt ein Haustier, das ist jetzt ein Nutztier. Aber wie wurde das eingeteilt? Gut, also mal abgesehen von der Tatsache, dass zum Beispiel eine Katze jetzt nicht wie dran wäre, ist diese Einteilung doch objektiv gesehen recht willkürlich, welches Tier man jetzt als süß empfindet, welches nicht. Und vor allem, das ist mir dann in einem weiteren Gedankengang aufgefallen, ist das Ganze ja von Kulturkreis zu Kulturkreis unterschiedlich. Wenn wir jetzt mal das ganz klassische Klischeebeispiel China nehmen, oder generell ostasiatische Länder, da ist ja, also Essbares ist ja da ein bisschen anders definiert. Wenn wir jetzt mal den ganz klassischen Hund mal außen vor lassen, nehmen wir mal beispielsweise Insekten, als Repräsentanten dafür. Das ist bei uns nicht als Nutztier angesehen, dort allerdings schon. Und da kommt es hier mit dem Hund doch mit rein. Der Hund beispielsweise ist dort wahrscheinlich auch gerne als Haustier angesehen, aber eben halt auch als Nutztier. Und bei uns wäre vielleicht ein ähnliches Beispiel das Pferd, was die meisten zwar einfach cool finden und nicht essen würden, aber ein Teil denkt sich, euer Pferdesalami schmeckt lecker. Also diese Einteilung ist eben kulturkreistechnisch unterschiedlich. Und ja, da kam eben für mich wirklich die Frage, wer hat das wann wie festgelegt und vor allem warum? Irgendjemand muss doch mal auf die Idee gekommen sein, das festzulegen und zu sagen, okay, ja, ich fahr toll, gell? Das so eben so festzulegen und das ist, weiß ich nicht, es ist eben willkürlich. Und deswegen finde ich es auch immer schwierig zu sagen, okay, wie kannst du XY nur essen? Es ist doch so süß. Ja, mag zwar süß sein und mag auch nicht so das klassische Nutztier in dem Sinne sein. Im Sinne von Fleischverarbeitung beispielsweise. Aber im Endeffekt ist die Einteilung einem ja mehr oder weniger angeboren in die Wiege gelegt, dass man das so und so sieht. Klar kann man auch ganz objektiv feststellen, oh guck mal, das Pferd ist ja süß. Aber, oh guck mal, das Schwein kann doch auch süß sein. Und warum ist es legitim, beziehungsweise normal, Schweine zu töten, um sie zu essen? Aber bei Pferden jetzt nicht so. Oder nehmen wir mal ganz andere Tiere jetzt mal als Beispiel. Das ist ja alles, es fußt ja wirklich auf dieser... Nächste Haltestelle, Staatsoper. Das fußt ja alles auf dieser Einteilung Nutztier, Haustier. Was man jetzt gesellschaftlich als okay empfindet, wenn man das tötet und es isst. Gut, ich muss es dazu sagen, ich würde nie auf die Idee kommen, nur ansatzweise Hund, Katze, Maus zu essen. Aber ich mache mir halt irgendwie Gedanken drüber, weil das ist ja eigentlich eine ganz interessante Feststellung, so in dem Sinne. Weil das zum einen halt unterschiedlich ist und zum anderen, woher kommt diese Einteilung denn überhaupt? Und warum kann ein Schwein nicht knuffig sein? Ein Schwein kann auch knuffig sein und da rumgrunchen und gucke mal, ich das süß, wie das da rumdapst. Ein Schwein kann genauso süß sein. Morgen früh willst du trotzdem wieder eine Salami haben. Ich weiß es nicht. Es ist irgendwie,
ist es wahrscheinlich sehr weit hergeholt, der Bogen, aber das ist ja doch so eine Art Einteilung in verschiedene Gruppierungen. Also man sieht die Tiere nicht als Ganzes, sondern man sieht halt eben die Tiere als Einteilung in verschiedene Tierrassen. Und das ist doch dann eigentlich Tierrassismus. Gut, das war jetzt eine weniger ernst gemeinte These, aber ist doch so eine kleine Analogie, ist doch da auch da. Das Pferd ist knuffig, weil es knuffig ist, deswegen wird es nicht gegessen. Und das Schwein ist nicht knuffig, weil es nicht knuffig zu sein hat. Ich finde so kleine Ferkelchen auch süß, oder? Das kleine Küken, was morgen als Chicken Nugget auf deinem Teller landet. Sowas zum Beispiel, das kleine süße Küken. Kann mir keiner sagen, dass ihr Küken nicht süß findet. Und ich in dem Moment nicht denke, die will ich nicht essen. Oder ich will nicht, dass die männlichen Küken geschreddert werden. Und ja, männliche Küken werden geschreddert, weil du kannst keine Hähne gebrauchen, aber Hennen, weil die legen ja Eier. Und die werden einfach geschreddert, nachdem sie aus dem Ei geschlüpft sind. Das ist das Leben. Heißt jetzt nicht, dass ich es richtig finde, aber das ist nun mal Fakt. Und wir alle wollen günstig und viel Eier und Zeug haben, ne? Und da in diesem System, in Anführungsstrichen, haben halt die männlichen Hähne einfach keinen Sinn. Du bist halt auf die paar, die du halt brauchst, zur Fortpflanzung. Aber ansonsten ist da halt eben nicht viel, ne? Und deswegen, Industrie wegrationalisiert alles, was geht. In dem Sinn halt auch das. Und ich finde Küken auch süß. Aber ich esse trotzdem Hähnchenfleisch. Ja, so ist es doch irgendwie. Das ist, das finde ich, die Schwierigkeit an der Sache. Weil nach dem Knuffigkeitsfaktor kannst du dann anscheinend nicht gehen. Das ist wirklich was einem dann irgendwie so nicht unbedingt aufdiktiert worden ist, aber halt doch so bekannt ist seit Kindertagen, diese Einteilung. Und die ist dann halt einfach da. Das finde ich eben das Interessante. Also mich würde echt mal interessieren, wo das denn herkommt, diese Einteilung. Es gibt zwischen den meisten Kulturen jetzt doch relativ eine große Schnittmenge, wo man sagt, okay, das ist jetzt in allen Kulturkreisen so als Nutztier angesehen. Aber nehmen wir mal Indien als Beispiel. Da ist die Kuh heilig. So, heißt Kuh bei uns eines der, ja, am häufigsten genutzten, haha, Nutztiere wegen Nutzen, ja, witzig. Eines am häufigsten genutzten Nutztiere mit unter Milcherzeugung, Fleischerzeugung und so weiter und so fort. Nächste Haltestelle, und in Indien musst du die Kuh über die Straße lassen. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt, aber das ist eben diese Einteilung. Und das würde mich echt interessieren, wo das herkommt. Finde ich ein interessantes Thema. Ist euch wahrscheinlich scheißegal. Ist da was? Das ist mir aber auch egal, dass euch das Wurst ist. Nee, Quatsch. Also ich finde das ein interessantes Ding, weil es ist im Prinzip wieder diese Einteilung, diese Einteilung in Gruppen. Finde ich komisch. Dass man das einfach nicht als Tiere sieht. Und selber, ich meine, in mir drin ist das doch genauso. In mir drin habe ich doch genauso den Josh sitzen, der sagt, nee, das ist eine knuffige Katze, die esse ich nicht. Ich glaube, ich könnte jetzt in den letzten 5 Minuten ein paar Leute schockiert haben, dass ich so leichtfertig argumentiere, ach komm, esst doch alles, was euch unter die Finger kommt. Nee, das ist nicht meine Essenz dahinter. Beim besten Willen nicht. Das würde ich auch nie versuchen, nie tun. Das dagegen widerstrebt sich mein Körper und mein Kopf. Und hat eben auch Gesellschaft und sowas. Heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie dafür bin, dass das legalisiert wird in Deutschland. Das brauch's nicht. Aber mich einfach mal der Grund interessieren. Es wird sich wahrscheinlich dann trotzdem nichts an meinem Essverhalten ändern. Kein bisschen. Aber gut. Das ist so Teilvegetarismus. Weil man ja nur Teile davon ausschließt. Aber gut, das ist jetzt halt. Vielleicht habt ihr ja auch einige Gedanken dazu, wo das vielleicht herkommen könnte, diese Einteilung. Außer von dem her, dass man sagt, okay, an dem Tier ist es was dran, an dem nicht. Oder das hier schmeckt gut, das nicht. Oder das sieht knuffig aus und das nicht. Ich meine, wenn es das ist, okay, das kann es ja sein. Aber, ne? Wird wahrscheinlich auch schlecht bis gar nicht zu beantworten sein. Weil, wie willst du sowas erforschen? Aber ich finde das was Interessantes. Ich finde das gut. Ne, weil das eben durch diese, wie kannst du nur Pferde als Pferdesalami hinstellen? Daher kam das so ein bisschen, ne? Nicht mehr und nicht weniger. Deswegen habe ich mir der Truppe Gedanken gemacht, aber wirklich was Tiefgründigeres dahinter steht halt echt nicht. Das ist. Fand ich einfach nur interessant, ne? Aber es ist halt, was willst du tun? Jetzt stehen wir hier auch mitten in Gärten, da kannst du auch nichts dagegen tun.
Lorenz-Tor. Ich sehe da nicht weiter, weil das hier da so drüber ist. Aber so ist es halt, ne? Wie sagte schon eine weise Vorausdenkerin unserer Zeit, that's just how it is. Und deswegen nehmen wir das jetzt so hin, dass wir da stehen und jetzt fahren dürfen und Haltewunsch haben und sogar drei Haltewunsch-Signale unten, zwei als Lichter, eins als Ding. Ne, sieben. Ne, da halte ich nicht. Haha. Muhaha. Ihr müsst ja schon mal anders hinlaufen, wenn ihr hier mit wollt. Hihihi. Boah, die Arme, ey. Ja gut, aber die müssen das ja wissen, wo welche Linie abfährt. Das ist ja nichts Besonderes, dass manche Buslinien an verschiedenen Stationchen abfahren. Das ist ja nichts, was irgendwie jetzt... Hallo. ...giert und exklusiv ist. Das gibt's ja überall. Guten Hallo. Tag, beeil dich mal ein bisschen, ist grün. Zu? Dankeschön. Schmösch, ein bisschen. Bei Inchat ist ein bisschen schwierig fahrzeittechnisch, deswegen gucken wir mal, dass wir da ein bisschen, bisschen im Plan bleiben, gell? Nächste Haltestelle, Katharinenhof. Der Katharinenhof, exakt. So ist es, so bleibt es und so wird es auch immer sein. Es hat sich bestimmt auch geschichtlich so eingebürgert, dass das der Katharinenhof ist. Ja, ganz bestimmt daher kommt das ja schon. Die biegen jetzt auch nicht. Ne, die biegen nicht mich rein ab. Das finde ich per se mal eine ganz gute Idee. Die könnte man so durchaus gesellschaftlich weiterverfolgen. Hast du verfolgen gesagt? Doch, ich finde Überwachung aber gar nicht gut. Ach ja, prob Überwachung. Da gibt es jetzt auch dieses... Weiß nicht, ob das ein Gesetz ist oder ein Gesetzesentwurf. Dieser neue Gesetzesentwurf, Gesetzdings da ist es natürlich in Kraft. Das ist mit dieser Abhörung. Also es gab ja schon vor einer Weile an diesen Bundestrojaner. Und jetzt soll es halt eben darum gehen, Mobilgeräte, also Mobilgeräte komplett überwachen zu können von Menschen. Also nicht nur die mündliche Kommunikation. Ja, wie das früher so war, also halt so zu früheren Abhörungszeiten hast du eben das Telefon von jemandem abgehört. Und das Ganze wünscht sich... Unser Justizminister oder Innenminister, glaube ich auch, wünschen sich das eben jetzt auch für mobile Endgeräte, weil naja, die Kommunikation, die darüber abläuft, ist ja bisher nicht zugänglich für Behörden. Also auch nicht für Strafverfolgungsbehörden. Und aus dem Grund raus soll dann eben auch diese Kommunikation überwacht werden können. Nach rechtlichem Beschluss, nach Durchsuchungsbefehl, bla bla bla. Ne? Also danach, nicht davor. So. Problem an der Sache ist jetzt, du kannst das nicht wie bei Telefon machen, dass du dich irgendwo zwischenklemmst, weil das Zeug ist ja end-to-end verschlüsselt, wenn man dem alles so glauben mag. Also, selbst WhatsApp ist jetzt ja end-to-end verschlüsselt seit einer Weile. Heißt, theoretisch haben auch WhatsApp-Server darauf keinen Zugriff, weil das vom Endgerät des Erstbenutzers zum Endgerät des Zielbenutzers komplett verschlüsselt ist. Da soll noch keiner rankommt und das sind alles Algorithmen, die tatsächlich praktisch unknackbar sind. Also theoretisch ist natürlich nichts unknackbar, aber praktisch gesehen ist... Oh Leute. Ja, da steigt halt alle aus, ist mir egal. Praktisch gesehen ist das im Prinzip unknackbar und von dem her ist da natürlich auch für die Bundesregierung, für die Strafverfolgungsbehörden an der Stelle halt einfach Endstation, weil ja, kommst da nicht ran, ne? Müsste man entweder halt so eine Backdoor offen lassen, dass man sagt, okay, über diese Schnittstelle könnt ihr da trotzdem drauf zugreifen. Das Problem ist, es ist halt eine offene Schnittstelle. Und wenn die dann irgendwann nicht nur in Anführungsstrichen, sagen wir mal, die Guten haben, sondern wenn die auch irgendwann mal jemand anders hat, der damit vielleicht Böses machen will, der böse Hacker von nebenan, hat man natürlich ein Problem. Das ist halt solchen Backdoors. Und die Idee, da jetzt anzusetzen, um halt eben Kommunikation gezielt abzuhören, führte die Idee eben darauf, dass man nicht über die... also sich nicht dazwischen hängen möchte, sondern dass man dort ansetzt, wo die Kommunikation unverschlüsselt ist. Und das ist sie genau da, wo die Benutzer sind. Da muss sie ja unverschlüsselt vorliegen, sonst kann das ja niemand lesen. Heißt, auf den Smartphones der Benutzer direkt soll das Ganze eben abgegriffen werden, weil dort, wie man ja ganz offensichtlich sieht, liegt das Ganze ja unverschlüsselt. Ne? Also ich kann ja meine eigenen WhatsApp-Nachrichten lesen, unverschlüsselt. Das heißt, die liegen da unverschlüsselt und zugänglich.
Und da ist halt eben die Idee anzusetzen, okay, man setzt eben dort an der Stelle an und ja, tut dann eben hier Daten abgreifen wollen bei Leuten, die eben böse sind. Einen normalen Fahrschein, bitte. Problem an der Stelle ist jetzt, also gibt natürlich auch generell zu Abhörungen, bla bla, gibt es immer verschiedene Meinungen. Die einen, die halt sagen, okay, das ist meine komplette Privatsphäre, da habt ihr absolut nichts zu suchen, egal wer, auch keine Regierung, auch keine Polizei, auch nicht die Lügenpresse da, hätte doch niemand was zu sagen. Also wirklich niemand, das ist die eine Seite, weil meine, das ist einfach meins, Punkt. Gegengesichtspunkt ist halt eben, dass durch sowas halt rechtsfreie Räume entstehen, wo Kommunikation komplett abgeschottet von Gesetzen stattfinden kann, ohne verfolgt werden zu können. Das ist halt die Gegenseite. Und die Gegenargumente sind halt häufig, ja, hab ja eh nichts zu verlieren. So, also das sind so, wir können ja gerne gucken, hab ja eh nichts zu machen. Das sind so die, glaube ich, das größte Spannungsfeld zwischen den beiden Seiten. So. Und jetzt kommt natürlich in dieser Gesetzesentwurf, der ist natürlich erstmal so anhört, ja, okay, wir schaffen somit also nur mal die rechtsfreien Räume ab. Heißt, ne, da können wir auf die Handys zugreifen. So, Problem an der Sache ist, im Vergleich zu früher, weil dieser Vergleich zwischen Smartphones abhören wollen und Telefon von früher abhören, der hinkt ein wenig, denn früher hast du das Telefon abgehört, da hast du genau mithören können, das eine Gespräch, was derjenige geführt hat. Genau das hast du abhören können und nicht mehr. Heißt, du hast, wenn er sich mit irgendwie seinem Kollegen unterhalten hat, hast du genau das mithören können. Danach war fertig. Jetzt, wenn man Zugriff auf Smartphone braucht, um halt eben diese an diese unverschlüsselten Daten zu kommen, braucht man eben kompletten Zugriff auf das Smartphone. Und zwar kompletten Zugriff bedeutet, ergo, man hat nicht nur Zugriff auf genau die Kommunikation, die derjenige hat, sondern du hast Zugriff auf sein komplettes Leben. Weil die meisten Leute ihr komplettes Leben im Smartphone in irgendeiner Form gespeichert haben. Und deswegen ist ja der Vergleich zum Telefon damals, der hinkt halt an der Stelle ein bisschen, weil da halt eine wesentlich größere Reichweite der Abhörung erfolgt. Und das ist auf jeden Fall das, was hier gerade auf der Kippe steht. Da wurden ja auch teilweise, die ganzen Gesetze wurden ja auch schon vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe teilweise entkräftet oder auch komplett untersagt und so weiter und so fort. Deswegen bin ich mal gespannt, was da noch so kommt. Auch aus dem informatikertechnischen Standpunkt her, da es ja auch eben wirklich ganz viele Messenger gibt, die komplett sichere, verschlüsselte Kommunikation zulassen. Ja, ne, bin ich interessiert, was da noch alles so kommt. Und werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen weiter verfolgen, das Thema. Ne?